Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Fortnite-Shop. Hier seht ihr den ersten Gewinner von der Verlosung von gestern. Also an dich schon mal ein herzliches Glückwunsch zu den V-Bucks. Und ich wiederhole das heute nochmal. Das heißt, ihr könnt auch heute wieder V-Bucks gewinnen über den Link, den ihr da unten findet. Und am besten schreibt ihr mir auch direkt euren Instagram- oder Discord-Namen mit in die Kommentare, dass ich dann auch weiß, dass ihr die echten seid und nicht irgendwelche Faker eure V-Bucks da abholen. Zum Mitmachen natürlich wie immer einmal kurz unten auf den Link draufklicken, den ihr in der Videobeschreibung und in den Kommentaren findet. Diesen ins.click/Snox-Link, den einfach mal anklicken und ein Hashtag Hightech in die Kommentare, wenn ihr da heute an der nächsten Verlosung teilnehmen wollt. Genau. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt natürlich auch heute wieder gemeinsam den neuen Shop an. Ich denke mal, jeder von euch hat es mitbekommen, dass gestern im Laufe des Tages noch Naruto rauskam. Also die ganzen Naruto-Pakete hier habe ich ja auch schon ein genaues Video dazu gemacht und all die Sachen hier genau vorgestellt. Die Skins und die ganzen Backpacks und so weiter sind auch heute noch kaufbar. Sehr, sehr geile Skins und ich finde eine sehr, sehr coole Kooperation auch. Die Emotes kann ich auch nochmal kurz zeigen. Das ist der erste Emote und das ist der zweite. Ja, finde ich cool. Oh, die Emotes muss ich mir unbedingt holen. Das darf ich nicht vergessen. Muss gleich noch V-Bucks aufladen. Ich brauche selber erstmal V-Bucks. Muss ich mir gleich mal welche aufladen. Genau, außerdem haben wir noch hier die zweite Reihe mit einem sehr coolen Gleiter. Dann hier noch die ganzen einzelnen Sachen. Und dann kommen wir jetzt zum heutigen Teil. Da haben wir erstmal die Etheria für 1-2. Ja, war noch nicht so besonders häufig im Shop drin. Hat aber ein sehr, sehr cooles Outfit, also cooles Design auf jeden Fall. Dazu eine Hacke. Ja, ist in Ordnung. Dann mal wieder der Traumskin mit einem sehr, sehr nicen Backpack, diesen Schmetterlingsflügeln. Dann Luminos. Ich weiß auch nicht, warum den so viele Leute feiern. Ich mag den persönlich nicht so, den Skin. Axtralaxt, sehr nice. Splitterbruch auch ganz cool für 500 V-Bucks. Und wie immer dann noch den Arcana-Gleiter, den es ja mal for free für einige Leute gab. Dann haben wir die Kuschelbeauftragte. Die war, glaube ich, auch schon eine Weile nicht mehr drin. Mal kurz gucken. Ja, 116 Tage war die jetzt nicht drin, hat einen coolen Backpack. Dann Kuschel Airlines für 800 V-Bucks, die Hacke dazu und die Lackierung ist auch wie immer dabei. Dann Air Force One ist auch wieder da, aus Season 2, schon ein sehr, sehr alter Gleiter. Dann sehe ich, sind Venturion und Ventura wieder da. Die waren, ich gucke mal ganz kurz nach, seit, ich glaube, die waren auch relativ selten. Ja, 144 Tage waren die jetzt nicht im Shop drin, also auch schon ordentlich lange jetzt nicht zu kaufen gewesen. Beide haben ja neue Styles bekommen, wie ihr seht. Dann haben wir Aerodynamik und den Triumphgleiter. Ja, ist okay. Würde ich mir nicht unbedingt holen. Dann haben wir den Phoenix-Skin, den Fuchs-Skin für 1-2 und Flytrap für 2000 V-Bucks. Auch ein relativ alter Skin, Season 4. Dann haben wir, oh, die Code-Hacke. Die war schon eine Weile nicht mehr drin. Ich gucke mal kurz nach, das habe ich auch gerade gesehen. 179 Tage, also jetzt knapp ein halbes Jahr auch nicht im Shop gewesen, war auch noch nicht besonders häufig zu kaufen. Ich glaube nicht, dass viele Leute die haben. Also wenn ihr eine geile Axt sucht, die na, nicht so viel gespielt wird, dann ist das auf jeden Fall hier eine relativ seltene Hacke. Wie gesagt, war jetzt auch ein halbes Jahr nicht im Shop drin. Also die, würde ich sagen, lohnt sich. Dann das BTS-Paket mit den beiden Emotes Dynamite und Diamond. Ah, beide leider copyrighted. Ah, die Musik schaue ich jetzt nicht direkt an. Das können wir gleich machen. Setze ich doch noch Emote mit 200 V-Bucks. Ah, wollen wir die Musik wirklich anhören? Die kauft sich doch eh niemand. Ich glaube, es hat sich noch nie jemand gedacht, so, boah, geil, dass ich die Musik hier gezeigt bekomme. Die hole ich mir direkt, weil ganz ehrlich, Leute, holt euch nicht die Musik jetzt wirklich. Holt euch lieber nicht die Musik, es sei denn, ihr habt viel zu viel Geld. Aber hört euch die Musik lieber auf YouTube an. Also ich kann es euch gar nicht empfehlen hier. Das ist halt einfach der Wacken-Emote, nur halt so als Musik gesampelt. Weiß ich nicht, würde ich mir nicht holen. Mal gucken, pakettechnisch habe ich, glaube ich, gesehen, genau, ist alles wie gehabt. Also ja, eigentlich ganz cooler Shop heute, nichts so Specialiges drin, ein paar halbwegs seltene Sachen, also ist in Ordnung. Wie gesagt, falls ihr ein paar V-Bucks hier braucht, dann einfach mal unten den Link anklicken, den ihr unten in der Beschreibung findet, beziehungsweise in den Kommentaren, den einfach einmal im neuen Tab öffnen und dann ein Hashtag Hightech in die Kommentare, wenn ihr da teilnehmen wollt. Und dann, ja, würde ich sagen, danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ja, lasst gerne noch einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann freue ich mich auf morgen, beziehungsweise auf den Stream nachher. Schaut auf Twitch vorbei und bis dann. Macht's gut. Tschüss.